Moin, ich bin Lea Linster und ich bin in Luxemburg geboren und ich möchte Ihnen nun ein paar von meinen Lieblingsplätzen in der Hauptstadt zeigen. Folgen Sie mir, ich zeige Ihnen mein Luxemburg, unerwartet anders. Wir befinden uns hier in den unterirdischen Felsgalerien, die auch Bockkasematten genannt werden und die unter der ganzen Hauptstadt liegen. Meterdicke Bastionen und Mauern und Schießschachte und Kanonen und unterirdische Tunnels. Am ganzen 23 Kilometer lang und 40 Meter tief. So präsentiert sich die Festung hier und die auch noch Gibraltar des Nordens genannt wird. Erste bescheidene Verteidigungsanlagen waren bereits im Jahre 963 entstanden, als der Ardenner Graf Siegfried auf dem Bockfelsen eine Burg errichtete und somit den Grundstein für die Entstehung des ganzen Landes legte. Die wuchtigen Bollwerke und die wunderschöne geschichtsträchtige Altstadt wurden 1994 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Ich komme besonders gerne hierher, denn hier habe ich das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist. So, wieder an der frischen Luft spaziere ich gerne auf der Corniche, einer Promenade, von der man eine herrliche Aussicht auf die untere Altstadt hat. Und die beeindruckend hohe Festungsmauer wurde mal von einem unserer Autoren als der schönste Balkon Europas bezeichnet. Sehen Sie selbst! Und ich weiß nicht, ob Sie es bereits wissen, aber Luxemburg ist das einzige Großherzogtum auf der ganzen Welt. Und hier hinter mir ist der Großherzogliche Palast. Das ist die Stadtresidenz der großherzoglichen Familie Luxemburgs. Und nun zeige ich Ihnen das neueste Geheimnis Luxemburgs. Meine Madeleines, das sind die allerbesten. Und ich backe sie in meiner kleinen Konditorei in der Rue de l'Eau, direkt am Palais. Kommen Sie vorbei, um sie zu kosten. Und alle interessieren sich natürlich für mein Rezept. Und ich kann Ihnen so viel verraten. In meinen Madeleines gibt es nur außergewöhnlich gute Zutaten, ganz viel luxemburgische Butter und ein gehöriges Quäntchen Liebe.